Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Hier, meine Lieben, heute geht's weiter. Heute werden wir Maya fragen, wo sie noch Hilfe braucht. Denn in der letzten Folge, also letzte Woche Freitag, wir haben ja jetzt Montag, es gibt ein Pferd namens Links und der hatte hier im Stall totales Chaos angerichtet. Scherben lagen auf dem Boden, weil der die Gläser umgerissen hat. Die Pferde drin hat er verscheucht und so. Dann mussten wir mit dem Hufkratzer nachgucken, ob irgendein Pferd denn Scherben in den Fußen, in der Hufe hat. Und das hier hinten, das hatte leider eine Scherbe drin. Ja. Wir mussten zu Frau Holzwolf eine Salbe anfertigen lassen, damit das Pferd bald wieder auf den Beinen ist. Und dann mussten wir Links zu den Schmied, Konrad den Schmied hinbringen, weil er neue Hufeisen bekommen soll. Und da hat er komplett die ganzen Nägel überall auf dem Weg verteilt. Ja, ich glaube, das waren die letzten zwei Folgen. Ja, ich habe die letzten zwei Folgen erklärt. Okay. Tut mir leid, meine Stimme ist fast im Arsch. Ich hatte ein bisschen am Wochenende Geburtstag gefeiert. Ja, und es ist ein bisschen ausgehärtet. Okay, wir fangen jetzt mal an. Das ist eine Mega-Katastrophe. Links ist verschwunden. Links musste sich die neuen Hufeisen noch einlaufen. Also habe ich ihn kurz draußen festgebunden, damit er sich beruhigen konnte. Dann hat mich eines der Stallmädchen um Hilfe gebeten. Ich schwöre, ich war höchstens eine Minute weg, aber da war er schon nicht mehr da. Spurlos verschwunden. Wie konnte er sich überhaupt losreißen? Was hat dieses spitzbübische Pony sonst noch für geheime Kräfte? Ah, wie soll ich ihn bloß finden? Er könnte schon auf halbem Weg nach Fort Pinter sein. Was soll ich denn Thomas sagen? Hey Boss, dein neues Pferd ist übrigens spurlos verschwunden? Niemals! Das kann ich doch nicht zugeben. Echt jetzt, er würde mich nie wieder mit den Pferden arbeiten lassen. Was? Du würdest mir wirklich helfen, ihn zu suchen? Damit rettest du mir das Leben. Zuerst einmal sollten wir herumfragen. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Wir teilen uns auf und dann treffen wir uns hier wieder. Viel Glück. Es tut mir so leid, dass ich so gerade so scheiße klinge. Es tut mir leid, aber ich habe nichts gesehen. Ich glaube, ich brauche mal ein paar Tage, muss ich meine Stimme eigentlich schon. Tut mir leid, aber ich habe nichts gesehen. Nein, kein Verkaufsstall. Du willst die Strecke... Nein, ich will nicht die Strecke neu versuchen. Ich will... Oh. So. Stopping. Sie hat mir doch in der letzten Folge... Aus dem letzten? Ich glaube, in der letzten Folge hat mir doch hier links abgeholt. Okay. Irgendwas war passiert. Ich bin echt ein bisschen breich im Kopf gerade. Aber ich werde irgendwie die Folge hinkriegen. Okay, also hat niemand was gesehen? Das hat uns ja wirklich geholfen.
Was machen wir nun? Keiner scheint etwas gesehen zu haben. Wie kann man ein entlaufenes Pferd nicht sehen? Oder ich habe es ja auch aus den Augen verloren. Aber trotzdem, irgendjemand muss es ja gesehen haben. Du hast eine Idee, sagst du? Super Idee, Lia. Dass ich selber nicht daran gedacht habe. Nein. Ich habe schnell Wasser geklickt. Wir sehen nach, ob wir Hufabdrücke von links finden. Nachdem er doch neue Hufeisen hat, wird es leichter sein, seine Abdrücke zu erkennen. Ja, schön, dass ich das selber nicht wusste. Nichts gefunden. Ja, habe ich nichts gefunden. Bin ich blöd? Wo sind die Hufabdrücke? Da, hier ist was. Ah, da ist was. Du hast Hufspuren am Boden gefunden. Sie sehen anders aus als die anderen. Können sie möglicherweise von links sein? Du bist dir nicht ganz sicher, aber es lohnt sich wohl, dieser Spur zu folgen. Wie Maya gesagt hat, unterscheide sie sich von den anderen. Oh, mein Kopf. Du bist dir nicht sicher, aber es lohnt sich wohl, dieser Spur zu folgen. Wie Maya gesagt hat, unterscheidet sie sich von den anderen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh Mann, das ist das größte vermasselte Video ever wieder mal. Stopp, ey, das ist irgendwie hier lang gelaufen. Und dann weiter. Ist er nach Konrad gelaufen? Sieht so aus. Nee. Er ist den Hügel hochgelaufen. Und wie sagte, sie sagte ja, angeblich nach Fort Pinter könnte er schon hingelaufen sein. Leuchtturm? Tatsache. Du hast links gefunden. Er starrt dich an und hat offensichtlich kein großes Interesse, dir zu folgen. Wie alle sagen, scheint links ein sehr stures, ungezogenes und lebhaftes Pferd zu sein. Zucker wird nicht ausreichen, um ihn zurückzulocken. Was sollst du tun? Er sieht dich an und plötzlich weißt du es. Um links zurück zum Stall zu bringen, müsst ihr gegeneinander antreten. Ein Pferd wie links liebt die Herausforderung und würde zu einem Rennen nicht Nein sagen. Du und Bluefire macht euch bereit. Wer ist schneller? Ihr oder links? Wer ist als erstes beim Stall? Links schnaubt eifrig. Er ist bereit für die Herausforderung. Bist du auch bereit? Wir kriegen Schuhe mit dem scheiß Pferd. Also, das Pferd ist nicht scheiße, aber egal wie Laune ist. Und dann Level 3. Oh Gott. Wir werden es sowas von vermasseln. Ja, das ist so vermasseln.
sage ich ja. Es will Kopf an Kopf rennen. Nein! Oh, oh, das wird knapp. Nein! Das ist nicht mein Tag heute. Komm, Pferd, gib Vollgas. Ich versuche so eng wie möglich um die Kurven rumzukommen. Aber die meisten nimmt er ja nicht an. Hätte ich bloß mein Pferd besser verpflegt, dann hätte ich, glaube ich, jetzt eine bessere Chance gegen ihn. Oh, er hat gewonnen. Wow, das ging aber schnell. Ich habe sogar den Luftzug gespürt, als du durch die Tore geeilt bist. Vielen Dank, dass du links gefunden und zurückgebracht hast. Jetzt muss ich aber wirklich auf ihn aufpassen. Zum Dank für deine Hilfe schenke ich dir dieses kleine Präsent, das Thomas mir dafür gegeben hat, dass ich mich um links kümmere. Ist schon in Ordnung, du hast es dir verdient. Jetzt mache ich mich wieder an meine Stallarbeiten. Ich sehe dich und Blue Feuer dann später, Lia. So, dann kriegen wir... Oh, Ballerinas! Springen 1, die haben überhaupt gar keinen. Da können wir die hier schon mal anziehen. Ja. Die sind besser... Reiten 2, wie viel, und das sind Pflege. Ja, jetzt müssen Reiten 9 höher und... Oh, Befehl. Ich lasse das erstmal so. Ja, okay, meine Lieben. Damit verabschiede ich mich jetzt hiermit. Ich hoffe, dass ich dann in der nächsten Folge ein bisschen wieder klarer im Kopf bin. Oder ich nehme gleich sofort eine Folge weiter auf. Und dann gehen wir aber Richtung... Silverglade weiter. Also bis dann. Ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr dolle freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet und die Glocke auch zu aktivieren. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich sehr dolle freuen, wenn ihr also ein Abo da lassen könntet, weil ich versuche regelmäßig Videos hochzuladen. Und ich würde mich auch sehr, sehr doll darauf freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, weil ich lese sehr, sehr gerne eure Kommentare und so. Ihr könnt mich auch auf Facebook folgen, da heiße ich Lena Zeilenbritschke. Genauso wie auf Instagram heiße ich auch Lena Zeilenbritschke. Da werde ich mal zwischendurch auch mal ein paar was hinposten und so, was ich gerade neu entdeckt habe oder informiere euch drauf, wenn ein neues Video hochgeladen kommt.